Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fitnercraft. Doch heute ist es eine dunkle und schreckliche Folge, in der wortwörtlich alles den Ilsebach runtergeht. Ich dreh durch! Ey, Digga, ich kann nicht fliegen, ich bin zu dumm. Mann, ich fühle mich wie Monte gerade, Alter, wirklich, was denn los? So Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Craft Attack. Wir sind hier wieder auf dem Craft Attack Server. Fitnercraft ist ja vorbei. Und wir bauen hier gerade gemeinsam mit Carscrafter den Opium Tower. Stimmt's nicht, Carscrafter? Leck meine Eier. Okay, Heiko. Alles klar, Heiko. Wir könnten noch lila Glas machen in den oberen Etagen. Unten schwarz, oben lila. You feel me, bruv? Lila. Ja, check ich. Quitschi quatschi oder nah? Ja, check ich, aber kurz die Fresse halten, weil ich mich konzentriere. Yo, Digga. Er baut meine Sache nach und sagt zu mir, zum Baumeister himself, kurz die Fresse halten. Das ist krank. Oha, Double Rainbow. Oh mein Gott, sieht das krass aus. Regenbogen in Minecraft. What the fuck, ist das heftig. Digga, das habe ich noch nie gesehen, ehrlich jetzt. Ja, das ist ein Shaded-Holzkopf. Bro, das sieht trotzdem krass aus, Alter. Das sieht richtig schön gerade aus. Halt mal den Mund. Boah, Roat, ich mache hier gerade wirklich, das könnte Rick Owens Tower hier sein, for real. Echt? Ja, ich finde fresh, das ist so. Das Muster halt nachzubauen ist halt crazy, Mann. Aber wird cool. Trimax ist irgendwann komplett ausgerastet und hat einfach alles von Roat und mir gesprengt. Unseren kompletten Opium-Tower. Und warum? Nur weil Roat sein TNT und sein Gunpowder nicht richtig verteidigt hat gegen Leute von außen, was Roat nicht wirklich tun konnte, weil irgendwann muss Roat ja auch mal schlafen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der kompletten Zerstörung der gesamten Stadt von Fitnercraft. Du darfst auch meine Enderfarm benutzen, Max. Pick deine Enderfarm, wirklich. Das ist das allerletzte, was ich auf diesem Server machen möchte. Wirklich. Okay. Bitte. Zeig mir nicht, ich dreh Enderfarm durch! Okay. Ey, Trimax, du scheiß Penner, wirklich. Mit dieser scheiß Bambus-Golem, der hier stand. Ich versuche jeden Tag, den abzubauen. Und es kotzt mich an, dass überall hässliche Blöcke in der Luft fliegen. Kannst du mal bitte aufhören? Das war Fabos Schuld. Du fuckst so ab. Alles, was du baust, sieht aus wie von einem Siebenjährigen. Es ist alles hässlich, was du baust. Es sieht wirklich aus wie dein Kleiderschrank. Reingeschissen, Max. Devi. Du baust seit 12 Jahren hauptberuflich jedes Jahr in Craft Attack ein Schloss. Ja, und du seit 7 Jahren Kaktusfarmen, Digga. Wer von uns beiden ist der bessere Mensch? Meine Kaktusfarm wird immer benutzt wie Sau. Die ist so begehrt. Ich mach deine Scheiße. Bei deinem Schloss, niemand hat jemals irgendwie dein Schloss angeguckt. Ich bring dich jetzt um in Minecraft. Fabo, ich werde dich aufschneiden, Trimax. Hörst du mich? Lass uns los, bitte, Fabo. Ich kann in dieser Irrenanstalt hier nicht mehr. Wo bist du denn? Ich bin auf Max seiner Sibbelfarm. Ich bin am Dorf. Trimax, was machst du da? Nee, Trimax, das ist so arsch, Digga. Was macht der? Bruder. Max, das ergibt so keinen Sinn, Digga. Hat er was gesprengt? Das ergibt so Sinn, Max! Das ergibt so Sinn! Bruder, weil ich gemutet bin, aber... Hey, was? Bro, bist du eigentlich dumm im Kopf, oder was? Ja, ey, dumm, ja. Ja, Digga, dann werde ich jetzt deinen Scheiß... Dann wird jetzt deine scheiß Farm gesprengt, du dreckiger. Bro, ich hab damit nichts zu tun. Ich hab damit nichts mal bei irgendwas zu tun, Digga. Ja, jetzt krass. Sei leise. Max, deine Farm... Oh mein Gott! Ja, deine Farm wird jetzt brennen. Deine Farm wird brennen, Bro. Bei Gott, deine scheiß Farm... Das wisst ihr, ne? Digga, juckt mich doch nicht, wirklich. Also, was denkt der denn, wer er ist? Das hat halt wirklich keinen Sinn, Digga. Das macht gar keinen Sinn. Weil ich Medi rette, irgendwelche anderen Leute fitner machen und er darauf reinfällt, Digga, und bei mir irgendwas sprengt. Also, wirklich ohne Sinn. Das ist so crazy, sag ich dir ehrlich, Max. Max, können wir aber Freunde sein? Ja. Hey, nein! Max, hör mir zu! Max, hör mir zu. Ja. Ich habe nichts gemacht. Okay. Sag mir, was ich gemacht habe. Du klaust halt deine Scheiße. Oder länger. Ich zünde seine Scheiße kaputt. Ich mach das kaputt. Nein, Revi, lass mich das übernehmen. Nein. Komm her, Rod. Ja, warte, kurz auf mich. Das Ding ist sowieso vorbei bei ihm. Das war das Dümmste, was er hätte machen können. Das war echt das Dümmste, was er hätte machen können. Wenn er wirklich erwartet, dass ich mich offstream wirklich jedes... Du hast nichts gesagt. Mann, Bruder, bei einer Sache, er hat ein Stack genommen. Ich biete dir an, eine Regel einzuführen, dass niemand mehr klauen darf. Ich biete dir an, mehrere Stacks TNT zu geben, mehrere Stacks Gunpowder und du sprengst einfach. Ich spreng jetzt hier an deiner Basis. Mir reicht's. Das war ein bisschen zu. Ja. Noch eins! Ich mach alles kaputt bei dir, Trimax! So, und noch eins, komm! Danke, Roat, nochmal lieber. Boah, Junge, jetzt noch eins. Digga, es kracht wirklich komplett. Jetzt spreng ich deinen Kaktus. Ja, mal sehen. So. Medi, lass los. Ja! Was denn? Ist aber bald tot. Also, jetzt geht's los. Was ist denn los? Es kracht gerade gewaltig. Nein, machst du das nicht! Nein! Max! Okay, lass reden. Ich sprenge! Achtung! Ja! Mach Trimax den Stream auf, Bro. Also, mich dafür haten und dann... Oh mein Gott.
Das? Nee, Digga, das hat er den Trading Hall gesprengt? Ich hab den Netherball gerade ausgemacht, Travis! Hat den Trading Hall gesprengt? Hat er. Pabo. Was? Ja, Bro, Trading Hall ist zu viel. Pabo. Was denn? Du warst maßgeblich in dem Clip drin. Ich hab legit gar nichts damit zu tun, aber außerdem ist mir die Trading Hall sowieso egal, weil ich gar nicht mehr im Dorf bin. Oder Max, ich biete dir an, dass ich eine Regel einführe, dass man nicht bei Random Farms klauen darf. Es haben Offstream Leute geklaut. Nein. Ich habe immer wieder gesagt, wer nimmt eins der Gunpowder, ja, aber was kann ich dafür? Aber was kann ich dafür? Was kann ich dafür? Ich hänge schon in den VODs von den Leuten 2 Stunden, weil ich jetzt losgelassen habe, weil jeder Schwanz Offstream klaut und er nur ein Stack nimmt. Machst du alles bei uns kaputt, oder was? Digga, wir haben das erste Mal ein Haus gebaut, Trimax. Bist du eigentlich dumm? Bro, du hast alle Villager auch gesprengt. Das ist so hirnrissig, Digga. Er hat die komplette Trading Hall in die Luft gejagt. Das ist so dämlich. Schlachte Trimax. Ja. Schlachte Trading Hall ist kaputt. Also, Trading Hall ist eigentlich ein No-Go. Bro, Max, das ist keine was Villager für alle. Mehr. Das ist was für alle, die Trading Hall. Ach, auch die Villager? Ja, ja. Ja, alles weg jetzt. Das ist gar nicht mal so smart, tatsächlich. Nee, keiner kann mehr traden, keiner kann sein Stuff mehr reparieren. Alle werden. Oh, nee, oder? Ey, Leute, ich muss es machen. Leider. Warum? Bro, Abu, du hast jetzt insgesamt, würde ich sagen, bestimmt 30 Mal bei mir geklaut. Hör zu, Max. Ich klaue jetzt alles. Auf Ernst. Ich klaue jetzt alles aus deiner Kiste falsch. Unten raus, Max. Ich klaue jetzt alles unten raus. Nee, wirklich, Max. Also, ich sag dir auf Ernst, wirklich nicht. Das Krasseste, was ich bis jetzt von dir genommen habe, war ein Stack Gunpowder und das hätte ich dir zurückgegeben. Hey, Bro, Max, das ist wirklich unnötig. Max, komm mal her, bitte. Komm mal zur Mitte, zum Bahnhof, okay? Okay. Was passiert hier? Was ist hier los? Max, brennt alles. Oh mein Gott! Was passiert? Warum? Meine Farm! Ja, Travis hat alles kaputt gemacht. Warum macht der Schwanz alles? Weil der spinnt, weil Abo Goku bei ihm ein Stack Eier geklaut hat. Nein, nee, das stimmt nicht. Er ist ausgerastet. Jungs, wir können nicht aufhalten. Tötet ihn. Ja, wir müssen ihn töten. Rohan verliert seinen Verstand. Was denn? Rohan dreht auch durch. Ich kenne. Rohan verliert seinen Verstand. Was hat Rohan gemacht? Rohan springt alles in die Luft bei Trimax. Hey, Digga. Rohan, chill. Komm, Rohan. Nee, das check ich schon. Zieh durch. Ich will es mir wenigstens angucken. Ja, Trimax, du bist es selber schuld, Digga. Du hast dir alle zum Feind gemacht. Alle. Ich habe 5 Minuten Progress gesprengt. Oh mein Gott, was passiert hier? Bro, du hast alles zum Feind gemacht. Rohan zündet das jetzt, Digga. Digga, du hast Rohan abgefuckt, Bro. Was erwartest du denn? Max, das ist zu heftig, was hier passiert. Zünden. Aber warum? Warum, einmal Max? Zünden. Einmal bitte warum? Zünden. Einmal bitte zünden. Ja, warum? Was ist passiert? Es war doch gerade alles noch gut. Was ist passiert? Zündung. Lass los. Zündung. Weil ein paar Leute bei ihm irgendwie Gunpowder geholt haben. Oh mein Gott. Welche Gunpowder geholt haben. Nein! Dein Stuff liegt hier noch, Abo, alles gut. Bitte, safe ist der Fabo, bitte! Aber was hat Max weggesprengt? Ich hab 10 Minuten Strobless-Pack gesprengt, weil ich Rohat bezahlt habe als Türsteher und er hat das Go gegeben, dass ich auseinandergenommen werde. Kurzfassung war richtig, ja. Ich habe 10 Minuten Progress von ihm weggesprengt und er hat jetzt wahrscheinlich 20 Stunden Progress weggesprengt. Oh, das hat voll lange gedauert, das zu bauen. Guck, ich habe 8 TNT bei euch gezündet. Aber die Villager? Aber du hast die ganze Stadt gesprengt, du hast überall gesprengt. Ja, Mann. Digga, du hast übertrieben. 6 TNT habe ich dahin getan wieder. Du hast bei Mickey ich habe die Trading Hall alles dagelassen. Hat der Mickey gesagt, scheiß drauf, klau bei Trimax, hat Fabo gesagt. Er hat einen Steg von meinem Hafen gesprengt. Ich habe einen Steg von 6 gesprengt bei Mickey. Oh, das Fabo, sind nur kleine Vorspeisensprengungen. Ich habe bei euch allen so 10 bis 30 Minuten Progress weggemacht. Und er geht an deine Farm ran, ne? Ah, hier, Abo, hier. Ich will wissen, ob meine Kaktusfarm noch heil ist. Ja, Trimax, ist meine Farm noch heil? Spreng ich. Warum denn? Was hab ich damit zu tun? Rohat hat vielleicht sogar 20 bis 30 Stunden weggemacht und ich 20 bis 30 Minuten. Rohat Statement. Oh, was kann ich denn dafür? Meine Farm wird im Hut. Ist alles weg. Das war's. Was, wenn wir mit der Stadt einfach 20 Minuten weiter wegziehen und nochmal neu anfangen? Das ist mein Plan gewesen. Ich wollte eigentlich auch. Das Ding ist doch. Du meinst, ist der Server hier, oder wie? Lass uns doch in Richtung Endportal ziehen. Das ist wirklich kurz vor Ende. Alle Katzen sind tot. Jungs, ihr habt das ganze Dorf gefickt, Lan. Was habt ihr gemacht, Bruder? Was habt ihr gemacht, Digga? Was ist hier los? Trimax hat einfach random alles gesprengt. Auch Bruder, in der Villager-Farm von Fabo. Okay, Trimax, ich habe auch mal aber doch nicht Fabo. Warum Fabo? Gibt keinen Grund. Bro, du hast schon übertrieben, Max, wirklich. Du hast ehrlich übertrieben. Aber Max, warum hast du Fabo gesprengt? Ihr müsst meine Perspektive sehen, okay? Okay, warte, schau mal, Max. Ich versuche deine Perspektive aufzunehmen. Okay, ich möchte sie sagen und dann musst ihr sagen, ob ihr sie versteht. Okay, sag mal jetzt von ganz am Anfang an. Liebe ich es, Farm zu bauen, aha, aber ich werde seit 4 Jahren auf jeden Server massiv
in den Arsch gefickt. Dann mach was anderes. Ich musste Craft Attack nee, nee, aufhören. Lass ihn mal, lass ihn mal. Weil es waren Spieler. Warte, Mickey, warte. 32 Spieler haben mich ausgenommen. Er konnte es mit Adminrechten nachschauen. Ich werde. Okay. Meine Farben funktionieren so toll. Ich stehe AFK, ich lasse den PC an. Aber ich werde so dermaßen beklaut. Ich habe nicht einmal auf diesem Server XP aus meiner Kaktusfarm bekommen. Und ich habe 5 Bambusfarmen angeschlossen. Das ist gestört, wie viel Kaktus da brennt. Nicht bekommen. Dann sage ich, okay, ich habe die Schnauze voll. 4 Jahre lang wurde ich gefickt. Jetzt reicht's. Massiv nimmt sich jemand ein Stack raus, gibt es ein Stack TNT. Ich möchte nicht das von euch sprengen, aber ich muss leider. Bitte, bitte, bitte nehmt nichts. Bitte, bitte nehmt nichts. Und es ist jede Nacht kommen die Leute offstream und nehmen sich so viel sie tragen können. Das ist aber Max, stört dich das? Schau mal, warte Max, du hast doch eine Farm, die du sowieso nicht alle, wo du sowieso nicht alles verbrauchst. Ist das so schlimm, wenn jetzt ein Kollege kommt? Weißt du was, ich liebe Farm bauen und euch dann die Sachen geben. Wenn jemand sagt, er braucht TNT, ich gebe dann einfach jemand mal 2 Stacks TNT. Ich habe auch Monty viel gegeben. Ich liebe es, wenn ich da bin, euch die Items, die meine Farm produzieren, euch zu geben. Aber ihr klaut ungefragt, wenn ich nicht da bin. Und sogar offscreen oder Blackscreen. Und ich biete dir an, eine Regel einzuführen, dass man nicht bei random Farms einfach so klauen kann. Und du sprengst bei mir. Ich verstehe es nicht, Max. Ich verstehe nicht, warum du jetzt bei mir gesprengt hast. Ich habe 10 Minuten bei dir gesprengt. Also, okay. Die einen sagen, die haben recht, die anderen sagen, die haben recht. Wie machen wir jetzt hier weiter? Was ist der Lösungsansatz? Alle können weiterspielen, keiner hat ein Problem, aber bei mir ist alles weg. Ich bin im Bar. Leute, nein, wisst ihr, was wir jetzt machen? Komm, wir machen Gerichtsversammlung. Jeder hat jetzt den Redeball und dann gehen wir auf, und dann stimmen wir das ganz genau ab wie in der Schule. Es gibt einmal bitte die Seite Rohat. Rohat, komm mal hier hin. Und einmal Trimax. Du kommst. Ich muss nur für mein Gewissen gerade verstehen, wurde bei mir was geschehen? Nein, du bist auch nicht. Ich hab geguckt. So, also hier sind jetzt alle, die gerade online sind. Jeder erzählt jetzt die Geschichte. Und wir werden uns dazu bekennen und werden einen Lösungsansatz finden. Weil so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Und Fabo, du kommst her, du bist der Sheriff der Stadt. Der beste Spieler ist immer der Sheriff. Versteh das mal. Bruder, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Eli, soll ich dir mal was sagen? Kein Disrespect an Fabo. Ich habe das auch gerade so halt für mich gesagt. Fabo, ihr seid so, ich sag jetzt einfach Ausnahmen, in meinen Augen, Rohat, du, Revi und so. Die sollten für Gleichgewicht sorgen. Ja, die sollten für Gleichgewicht sorgen. Oder was soll ich denn machen, wenn der ganze Server... Bruder, lass doch einmal einen ausreden. Ich hab dich doch gerade nicht als Bastard betitelt. Also lass mich doch respektvoll ausreden. Hat er recht. Guck mal, das Ding ist, ich finde, wenn ihr gerade die Stärksten seid, dann solltet ihr in gewissen Zügen nicht mit einer Doppelmoral handeln. Wisst ihr, was ich meine? Man sollte strikt und straight, wenn ihr die 3 seid, die die am meisten Macht haben, den meisten Skill haben, solltet ihr auch dementsprechend neutral mit jeder anderen Person so handeln. Und jetzt in dem Fall, was ich mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob es richtig ist, Abu, aber ich verstehe halt nicht, gerade wenn Trimax sagt, dass keiner was nehmen soll, außer wenn er nicht da ist, dass überhaupt wieder was genommen wird. Aber ich verstehe auch deine Sicht, dass man da nicht alles wegsprengen muss. Also, du hast 100% ich recht. Ich bin dumm. Das Ding ist, ich sag dir ehrlich, ich habe es nicht als schlimm empfunden, eins der Gunpowder zu nehmen, weil ich nicht damit TNT bauen wollte, sondern ich wollte einfach nur für die Raketen, damit ich ins End fliegen kann, um für uns die Ender-Farm zu bauen. Und ich dachte, wenn ich etwas für uns baue, ist es legitim, dass ich mir ein Stack Gunpowder nehme für diese Raketen. Ich habe ihnen dann angeboten, ich gebe es dir wieder. Oder das Doppelte, darauf wurde nicht eingegangen, ist auch kein Problem. Ich sage, Trimax hat recht, weil er gesagt hat, wenn ihr was nimmt, spreng ich euch. Und ich habe auch recht, weil ich dachte, das ist übertrieben. Deswegen sage ich, ich habe damit kein Problem. Aber ich will nur verstehen. Max, seine klare Aussage war ja, ey, keiner soll was nehmen. Ein Stack geklaute Items ist ein Stack TNT. Ja, Trimax. Und du hast ja quasi gehandelt in deiner Denkweise. Eigentlich wär's doch ganz vernünftig, indem du ihm vielleicht einfach schreibst oder ihn einfach persönlich fragst, ob das in Ordnung ist, weil so geht man solchen Sachen ja auseinander, wenn man kommuniziert. Aber wenn jeder denken würde, dann kommen wir ja genauso zu solchen Resultaten, dass am Ende jetzt ein Dorf ist, wo wir eigentlich tagtäglich arbeiten, weggesprengt wird. Wenn wir alle mal ein bisschen weniger denken würden und einfach vielleicht klarer kommunizieren würden in diesem Fall, wie zum Beispiel, wenn einer sehr sensibel ist mit seinen Sachen, dann würden wir solchen Sachen aus dem Weg gehen. Bruder, ich sag wirklich, das ist nichtig, weil er hat gesagt, nimmt einer was, spreng ich ihn. Wir haben alle das Risiko gekannt, dann müssen wir uns nicht aufregen. Sag ich ehrlich. Ja, aber warum nimmst du dann was? Du hast ja im Handel deiner Denkweise genommen. Ja, aber ich hab mich doch nicht beschwert, dass er bei mir was sprengt. Chat, ich sage euch ehrlich, ich muss jetzt einfach los. Leider muss ich meinen Stream hier beenden. Wir haben uns aber darauf geeinigt, dass wir mit der ganzen Stadt umziehen. Das Ganze wird morgen am Sonntag im Livestream passieren, also schaut unbedingt vorbei.